Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Fez. Und ja, es geht weiter. Wir sind ja mitten hier irgendwo. Ja, in diesem großen Block hier und müssen uns jetzt durch die ganzen anderen Gebiete noch durchkämpfen. Und dann hier links und rechts zwei kleine Böcke und dann noch die ganzen anderen großen. Ah ja. Hier waren wir schon drin, nicht wahr? Ja, das war der Thronraum. Da waren wir das letzte Mal drin. Dann gucken wir mal, was es auf dieser Seite hier noch gibt. Also von der Drehart her. Können wir uns mal umgucken. Hier ist nichts so weit. Da oben ist eine Truhe. Aber der klettern wir erstmal noch nicht. Oh, hier drüben ist noch was. Ja, genau. Gucken wir mal, was da ist. Ob wir hier auch schon drin waren. Ja, das ist der Raum mit der Glocken, mit der Uhr. Da wollen wir noch nicht rein. Wir wollen erstmal hier höher kommen. Und gucken, was wir sonst noch so finden. Hier soweit mal nichts. Oh, hier ist eine Tür. Und da unten wäre auch noch eine gewesen. Gucken wir mal hier rein. Gleich ein Würfel und das war's auch schon hier drin. Gommis, Vorsicht. Schwarze Löcher sind böse. Ohne das Hexahedron wird diese Welt instabil. Man kann den Weltraum nur ein paar Mal falten, bevor er Risse bekommt. Ja, deswegen gehen wir jetzt erstmal hier runter durch diese Tür. Hier müssen wir ja auch irgendwo reinkommen. Genau. Ich frage mich, was das bedeutet. Ja, ein QR-Code. Ihr macht mir jetzt Spaß. Was soll ich mit einem QR-Code hier anstellen? Ja, das mache ich doch mal gerade einfach mal. Kurz gucken, was der QR-Code zu bedeuten hat. Ich habe ja einen QR-Code-Scanner. Wo bist du? QR? Scannen. Ja, das müsste der QR-Code da sein. Der lässt sich aber irgendwie nicht scannen. Gerät nicht zu dicht an den Code halten. Websuche. Okay, hier kriege ich was übers Fez-Wiki über die Thronräume. Ja, das gucke ich mir bei Zeit mal an. Machen wir einfach mal weiter. Sowas mitten in einem Let's Play, na, das war vielleicht nicht ganz so gut. Aber nettes Detail hier, einen QR-Code einzubauen. Was auch immer der bewirken soll. So, und jetzt direkt auf der anderen Seite. Oder hier? Nö, hier nicht, aber hier. Guck mal, hier ist es ganz kaputt. Und hier landen wir in dem Raum mit schwarzen Löchern. Okay, das hier sieht crazy aus. Das war ungesund. Hier bin ich sicher. Jetzt. Da reinspringen will ich nicht unbedingt, dann machen wir es mal so. Nein. Das hat nicht ganz geklappt. Aua. Das war's auch nicht.
So, hier hoch. Und noch ein Stückchen für den Würfel. Und der Raum ist abgeschlossen. Und hier schnell wieder raus aus diesem komischen Raum. Und gleich nebenan rein in den nächsten. Und das war's hier drin auch schon. Okay. Hier gibt es noch eine Truhe ganz oben. Die wollen wir uns auch holen. Und auf der Seite mit dem Thronraum gibt es auch noch irgendwo einen Raum. Also auf dieser Seite hier. Den müssen wir auch nur finden. Der ist vielleicht weiter unten. Sieht nicht danach aus. Das hier ist doch der Thronraum, oder? Yep. Komm, gucken wir mal nach da oben. Jetzt zur Truhe hin. Vielleicht gibt es ja hier noch was, wo man reingehen kann. Sieht aber jetzt nicht danach aus. So, hier oben aufs Bäumchen und hüpf. Und Truhe. Oh, wie schön eine Schatztruhe. Ja, das haben wir alles schon. Öffne dich. Eine Karte mal wieder. Die können wir uns ja gleich mal angucken. Das war... Na, ich wollte nicht raus. Diese Karte hier. Hm. Müssen wir mal die Augen offen halten, ob wir dieses Gebiet hier finden. Na gut. Damit haben wir das hier soweit auch. Und wir haben hier noch einen Raum gefunden. Das dürfte vielleicht sogar der hier sein, der uns noch fehlt. Und da hat sie gerade die Tür etwas geglitscht. Und tatsächlich, hüpf, haben wir den Raum auch abgeschlossen und damit auch den großen Nexus abgeschlossen. Im Thronraum müsste noch was sein. Und hier mit dem QR-Code. Ich glaube, das mache ich mal. Also danach gucke ich mal offscreen. Bei Zeiten. Und mache das dann mit euch zusammen in der Folge, wenn ich das mit dem QR-Code gelöst habe. So, als nächstes wollen wir zu der Uhr hin. Die Uhr war... Bist du da hinten die Uhr? Gucken wir mal. Jupp, du bist die Uhr. Und diese Blöcke da sehen creepy aus. Wow. Ja, die sind gemacht. Ja, ich war in Jump'n'Runs auch schon mal besser. Warum hast du dich nicht festgehalten, Gomez? Hängst du so wenig an deinem Leben? Der hält sich nicht fest, der Junge. Irgendwas mache ich falsch. Ich muss, glaube ich, warten, bis ich höher bin. Da wurde Gomez zermatscht. So. Jetzt aber. Okay, da ist wieder so komisches Geschreibsel. Und hier ist eine Tür. Die müsste direkt uns weiterführen. Nach da oben. Zu diesem schicken Tempel da. Hm.
Gibt es hier viele Abzweigungen? Eine. In einem kleinen Raum. Sehr gut. Das ist jetzt aber echt fies. Wow. Ja, genau so muss man das machen, hä? Ah, da geht's in den Tempel rein. Wow. Das war mal lustig. Und wir haben wieder einen neuen Würfel. Damit haben wir hier sogar alles abgeschlossen. Hm. Da geht's gleich weiter. Können wir hier einfach so durch? Nein, wir können auf den Kamin draufsteigen. Da ist die große Tür, durch die wir gekommen sind. Bücherregal? Nö. Tür. Hier gibt es nichts außer einen Weg weiter. Hm. Bücherregal, irgendwas Verdächtiges? Tatsache. Okay. Hallo, Maus. Ist eine Büchermaus? Da ist auf jeden Fall der Globus. Oder so eine Art Globus. Was sagt denn unser kleiner Dot dazu? Sieh mal hier. Man kann diesen Riesenwürfel bestimmt drehen. Nur was bringt das? Ah, Tür. Ja, ja, das kennen wir schon. Dankeschön. So, Würfel und das ist leider keine Tür, so wie es aussieht. Nö, ist keine Tür. Das ist nur eine Leiter. Hier ist auch keine Tür versteckt. Nein. Aua. Nein, da war bestimmt keine Tür. Hier ist keine Tür versteckt. Hier hinter den Schreibtischen. Kann ich dich irgendwie umschmeißen? Nein. Du hast bloß hier und hier die Tür. Also muss die Tür da oben irgendwo sein. Das ganze Level sieht ein bisschen creepy aus. Vielleicht muss die Tür in einer bestimmten Stellung sein, dass man da durchgehen kann. Gucken wir einfach mal. Vielleicht müssen wir sie gerade andersrum drehen. So, vielleicht ist hier so rum was zu sehen. Haha, Tatsache. Eine Truhe. Und was haben wir hier drin? Was zur Hölle ist das? Du hast ein altes Artefakt entdeckt. Sieht aus wie ein Buch. Jawohl, das ist ein Buch. Artefakte haben wir hier. Nein, halt. Artefakte haben wir hier. Öffnen kann ich es nicht. Und lesen kann ich es auch nicht. Ich kann es mir nur angucken. Aber hey, dieses Symbol kennen wir ja.
Moment mal. Jetzt kann ich es lesen. Ich kann aber nicht verstehen, was es bedeutet. Da sind auf jeden Fall die Symbole teilweise da auf der Seite. Soll das irgendwie Zahlen sein? Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall komisch aus. Auf jeden Fall das Symbol, da taucht hier mehrmals auf. Zum Beispiel gleich in der zweiten Zeile das erste Symbol da drüben. Ich kann leider nicht mit der Maus euch zeigen, was ich meine. Das Symbol hier sehe ich jetzt gerade. Na doch, aber es ist gedreht. Größtenteils. Na gut, damit müssen wir uns später mal auseinandersetzen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt hier aus dieser Bücherei raus. Hopp. Und dann mache ich einen kleinen Cut. Bis gleich.